warte mal, kannst du vielleicht dahin gehen und du, nee, du dahin? Das ist das Gute, man kann sie einfach platzieren und dann durch die Gegend scheuchen. Ja, die war jetzt intelligent. Weil ich würde doch gerne vorne die Slower haben und hinten quasi die Pfeile und Bögen, weil die einfach ein wenig weiterkommen als die Slower. Hier sieht man mal die Range, also er kann zwar beides abdecken, wenn er vorne steht, aber er könnte nur ein Feld abdecken, wenn er eins hinterstehen würde. Und dementsprechend ist das natürlich schlecht dann. So, könntest du vielleicht doch dahin und du dahin, dann könnte ich nämlich hier vielleicht einen Schamanen, einen Schamanen, der uns ein wenig heilt, auch dazu tun, weil sie haben ja auch Fernkämpfer, die angreifenden Einheiten hier. Und dementsprechend haben wir da auch kleine Probleme mit. Hier vorne könnte man eigentlich auch schon slower einsetzen. Ja, ich finde die Kartenbewegung ist so ein bisschen blöde gemacht, aber na gut. Also es ist ja mit den Cursor-Tasten oder WASD zu steuern, aber irgendwie, die hängt einfach mal so öfter an der Ecke. Und auch das Spiel tut sich ab und zu ein bisschen schwer, weil sobald man Tab-Taste drückt, um zu gucken, dass der Rekorder auch das Teil genommen hat, was man haben möchte, also Open Broadcast in dem Fall, ist das Problem so, dass der Teil sich einfach aus dem Vollbild rausschmeißt, dann sagt man wieder bitte ins Vollbild reingehen und dann ist Pustekuchen. Weil sich manchmal das Spiel dann aufhängt. Das ist natürlich schade, aber ich hoffe, das wird demnächst dann irgendwann gefixt und dann haben wir ein Problem weniger. Vielleicht dann noch ein Slower hin. Uiuiui, mittlerweile sind es doch ein bisschen arg viele hier. So, dann setzen wir ihn hier noch als Notbremse ein bisschen ein. Oh, damn it. Könnt ihr den mit dem Fass mal kaputt machen? Na, super. Und das kommt bei raus, wenn man dann die Nahkämpfer dagegen einsetzt. Und er kriegt jetzt so viel Schaden, das ist nicht mehr zu sagen. So, noch ein paar Slower dazu. Komm, erwischt sie. Vielleicht hier hinten nochmal als Notbremse. Also, das war jetzt ein bisschen, naja. Ein Meuchelmörder. Huiuiui. Das ist ja ganz böse da. So, jetzt könnte man die hier hinten vielleicht sogar schon verkaufen, weil es für Welle 5 von 5. Yes. Könnte man. Und hier vielleicht nochmal ein, zwei Slower dann einsetzen. Das ist ja durchaus möglich und dann sollte das geschafft sein. Aber wir haben zwei verloren, das ist nicht schön. Mal schauen. Aber doch, ja, wir konnten es 100% defenden und, tja, der Krieg opfert nun mal immer so ein paar Opfer. Fordert ein paar Opfer, so rum, sorry. Nice. Ja, das war's schon mit unserem Geld. So, schauen wir mal. Ja, da unten kommen sie. Awesome, aber so weit von, sag ich dir. Na, ich hoffe, er kommt dort unten noch an. Bevor es dann wirklich losgeht. Ja, okay. Wir werden nämlich diesmal eine kleine Strategie der Slowung einwenden und okay. Also sie kommen da doch extrem schnell hoch. So
viel dazu. Ja, es wäre schön, wenn dich in den Kampf so ein bisschen einmischt, ne? Also dezent. Und da hinten kommt der nächste mit dem Fass und wir sind hier schon alle tot. Gut, das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay. Ninja. Dann werde ich es doch vielleicht hier oben versuchen. So, zeig mal her. Ja, gut. Das sieht nicht schlecht aus. Die hier noch für mehr Schaden und mehr können wir auch eigentlich erstmal nicht hinstellen. Naja, naja, schauen wir mal. Inwiefern das hier funktionieren wird. Weil ich denke mal, da oben kommen sie auch relativ schnell hin. So, und da kommen sie angetrabt. Gelaufen. Was auch immer. Hallihallo. So, den ersten hätten wir geschafft. Also die Schützen machen doch mehr Schaden als die Slower. So, jetzt haben wir noch einen Slower dazu. Also wir brauchen welche, die ein wenig verlangsamen quasi, die Slower. Und dann welche, die auch Schaden machen. Weil nur verlangsamen bringt es nicht wirklich. Na komm. Und wir müssen die Gegebenheiten quasi der Map auch nutzen. Jawohl. Aber er ist nicht vergiftet mit dem Fass, muss man mal sagen. Die vergiften sich nicht selber oder so, ne? Das ist schade. Warte mal, zeig dich mal. Ja doch, es geht. Also er kriegt beide Wege. Und da hinten könnten wir dann nochmal einen Bogenschützen stellen. Wenn wir dann gleich Geld kriegen. Ein wenig dezent. Danke dir. Vielleicht hier ein Schamanen, weil der eine da vorne ist schon extrem angegriffen. Das war, weil er hier kriegt den ganzen Schaden quasi ab, unser Slower hier vorne. Ah, gut, dass wir so viele Slower genommen haben. Das haben wir ja aus der letzten Level ein wenig gelernt. Also, ja. Sieht eher aus, als würde er ein Steinchen mit links werfen, mit einer Keule, aber... Nein! Jetzt ist ein Fass durchgekommen. Ich fasse es ja nicht. Na gut, aber das kommt nun mal vor, ne? Welle 4 von 5, das könnte dann doch gleich noch extremer werden. Ist das dann Vergifter? Ich hoffe nicht. Nee, Meuchelmörder. So, ja. Dann hier vielleicht noch einen Bogenschützen. Nun können wir aber nichts mehr tun, quasi. Welle von 5 von 5. Und da sind lauter Fassträger dabei. Das finde ich nicht nett. Jawohl. Aber langsam funktioniert die Abwehr doch recht gut. Wartet der jetzt? Boah, der hat auf die anderen gewartet oder was? Oder der dreht einfach mal durch. Nee, der wartet wirklich auf die anderen. Das ist mal wirklich etwas intelligent. Dass er nicht alleine einfach die ganze Wave langläuft und quasi direkt auf uns zu, sondern wirklich auf seine Kumpanen wartet. Das ist doch sehr nett programmiert. Hey, stehen geblieben. Hier hast du noch einen. So, da haben wir doch geschafft, aber zwei Mannequins wieder verloren. Na gut, na gut. Aber wir
wir sollten 3 Sterne bekommen haben. Juhu, das ist doch mal was. So, bevor wir jetzt die grüne Insel betreten, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you later.